Hallo zusammen, Zeit mal wieder für eine kurze, griffige Skat-Story. Und die Frage heute lautet: Was kann man denn in Vorhand mit diesem schönen Blatt so anstellen? Ich könnte auch sagen, wie kann man es am besten an die Wand fahren? Was kann man falsch machen? Ja, und da gibt es mutmaßlich viele Antworten. Und wenn ihr eine davon euch jetzt gerade ausgedacht habt, dann sage ich euch, legt einfach nochmal die Latte ein bisschen höher. Vermutlich habt ihr noch nicht das Krasseste rausgefunden, was da so passieren kann. Und die Antwort auf diese Frage, die finden wir nämlich im Skatfreund von 1959. Ausgabe 7, da wird diese Aufgabe gestellt und ich schmücke mich gerade so ein bisschen durch diese historischen Skatfreunde. Habt meine Freude an an dieser Lektüre. Erstens mal, ihr könnt es hier sehen, schon so dieses vergilbte Papier, diese alte Schrift und natürlich auch an diesen Inhalten, die teilweise mit so ein bisschen erhobenem Zeigefinger daherkommen, wie zum Beispiel auch dieses hier. Aufgabe Nummer 7, eine bittere Pille. Vorhand bekommt das Spiel gegen Mittelhand bei 46 mit folgender Karte: Kreuz Ass, 10 König, Dame, 9, 8, 7, Herz Ass, 10 König. Im Skat findet er Pik und Karo Ass. Ja, das muss man sich ja mal vorstellen. Mit dieser stolzen Karte glaubt er, einen Rang gewinnen zu können, drückt Kreuz Ass und 10 und wird schwarz. Das war eine bittere Pille. Wie waren Kartenverteilung und Spielverlauf und welchen entscheidenden Fehler hat Vorhand begangen? Ja, ich setze mal noch einen drauf. Hat er denn hier überhaupt nur einen Fehler begangen oder was? Okay, die Lösung finden wir übrigens dann in der im Skatfreund einen Monat später, August 1959. Aber wir können ja erstmal selber uns eine dieser Kartenverteilungen vorstellen, mit der man hier Schneider schwarz wird. Ich glaube übrigens nicht, dass es eine Lösung gibt, wenn der Spieler hier mit Herz Ass das Spiel eröffnet. Aber offensichtlich hat er also auch diesen Fehler begangen und hat entweder mit Kreuz oder mit einem seiner blanken Asse gestartet und dann verliert er das Spiel ganz schnell Schneider Schwarz. Wenn da eben die Buben 2 zu 2 verteilt sitzen und zwei Sechserlängen, dann wird eben direkt gestochen, links und rechts die Asse und danach gibt es einfach noch ein paar Abwürfe der beiden Herzluschen und dann gibt es eben gar keinen eigenen Stich. Ja, wunderschön, wie man so ein Ding an die Wand fahren kann. Und gerne möchte ich euch natürlich auch noch die Weisheit und die Auflösung unserer Vorväter hier einmal präsentieren. Welchen Fehler hat der Spieler hier begangen? Eine alte Faustregel beim Skatspiel besagt, dass man den Skat immer nur dann aufnimmt, wenn man berechtigte Aussichten hat, durch dessen zwei Karten sein Spiel wesentlich zu verbessern. Hier hatte Vorhand mit 7er Kreuz und Herz Ass den König ein fast unverlierbares Spiel auf der Hand, das er sogar Schneider machen musste, wenn nicht alle vier Buben in einer Hand saßen. Ja, kurze Zwischenanmerkung, fast unverlierbar. Ja, man kann sich natürlich vorstellen, bei einer 46er Reizung Kreuzhand, jetzt liegt ein dunkler Bube und die anderen drei Buben stehen in einer Hand. Es gibt drei Schmierungen und die Gegner kommen aus dem Schneider. Durch den dunklen Buben muss man das Handspiel Schneider machen und dann, nur dann, wäre man hier tatsächlich aufgeflogen. Aber die Chance ist natürlich deutlich größer, dass etwas schief geht, wenn man es so macht wie der Spieler hier. Durch die Skataufnahme konnte er sein Spiel wahrscheinlich nur verschlechtern. Was wollte er zum Beispiel gewinnen, wenn er den Pik Buben im Skat fand? Beim Handspiel konnte er auch in diesem Falle, da die Gegner voraussichtlich Schneider blieben, auch dann noch den Reizwert erreichen. Nun hatte er mit Pik und Karo Ass tatsächlich zwei sehr gute Karten gefunden, aber das berechtigte ihn doch noch lange nicht, einen Rang zu spielen. Das war Bonk-Spiel im wahrsten Sinne des Wortes. Gedrückt hatte er 21 Augen, dass er seine drei Asse, 33 Augen, nach Hause bekam und eventuell noch Herz Dame dazu, das konnte er sich ausrechnen, aber woher sollten die weiteren Folgen in vier Augen kommen? Dass er in Pik oder Karo einen König bekam, war doch, da er diese beiden Asse blank hatte, mehr als unwahrscheinlich und auf die Hoffnung, dass jeder seiner Gegenspieler zwei Herzkarten führte, ein so hohes Risiko einzugehen, war mehr als leichtsinnig. Es ist besonders für den Geldbeutel angenehmer, solche Erfahrungen durch das Lesen und Lösen von Skataufgaben als durch eigenes Spielen zu sammeln. Ja, sehr schöner Abschluss dieser mahnenden Worte. 336 Miese gab es übrigens dafür und ich bilde mir einfach mal ein, das Spiel wird stattgefunden haben, ne? Oder? Kann sich sowas jemand ausdenken? Ich weiß nicht, da müsste man doch sehr kreativ sein. Also ich gehe mal davon aus, wirklich vor knapp über 60 Jahren gab es hier eine
bittere Pille und eine schöne Erfahrung für einen Spieler. Und gerade in so einem Moment, wo ich selber zum Beispiel Anfang der Woche, Montag erst und dann Dienstag richtig aufs Maul bekommen habe, da tut es dann doch manchmal ganz gut und erheitert ein wenig festzustellen, dass hier beim Skat jeder sein Fett wegbekommt, dass auch andere mal in das ein oder andere Fettnäpfchen tappen. Mit dieser Karte wollen wir einfach mal hoffen, dass uns das nicht passiert, gerade nicht, nachdem wir jetzt hier diese Lehrstunde über uns haben ergehen lassen. Ja, und damit wünsche ich euch dann für heute noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Bedanke mich für eine Unterstützung meines Kanals bei Jürgen Bivier, weiß ich sehr zu schätzen, und verabschiede mich mit einem Gut Blatt.